Huhu. GTA macht mir momentan so viel Fun, dass ich es jetzt, denke ich mal, versuchen werde durchzuzocken. Auch wenn das dann ein bisschen viel auf einmal zu werden scheint, denke ich, bleibt es übersichtlich. Ich habe vor, es jetzt so schnell wie möglich durchzuzocken. Nicht, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern einfach, weil ich Spiele halt gerne durchzocke. 100% Spiele sind die Spiele, die ich halt nur wirklich gern mag. GTA zählt auch dazu, aber 100% hier, das dauert echt doppelt so lang wie WoW fast. Und da habe ich nun mal keinen Bock drauf. Okay. Soll heißen, ihr werdet keine, wir haben eine Nachricht von Little Jacob bekommen. Ihr werdet keine Begrüßung oder Verabschiedung hören, weil ich werde das einfach jetzt aufnehmen und danach in einfachen dreiteiligen Dingern abrendern. Das ist wesentlich einfacher für mich. Ist zwar ein bisschen doof für euch, aber ich denke mir, kommt drüber hinweg. Wir fahren jetzt zum M und gucken mal, was es da Schönes gibt. Mallory hat eine Aufgabe für uns. Mal gucken, was die Schönes für uns hat. Ups. Okay, ein Club. Das ist es, Mann. Wir werden eine richtig... Ey, so schnell kann ich gar nicht lesen. Ach ja, die machen nur ein Musikvideo. Das ist echt uninteressant. Mallory sagt nur, wir sollen... Was? Wo ist mein Bike? Oh, hier ist doch mein Bike. So, steig auf, du Lappen. Oh, die Fresse. Haben wir Pain Spray in der Gegend. Na, aber ganz rüberfahren habe ich auch keinen Bock. Das dauert viel zu lang. Ich versuche mal einfach aus dem Bereich zu fahren. Es dauert zwar lang, aber es ist möglich. Das war knapp. Auf der Autobahn könnten wir gut abhauen. Aber es ist ja genau das, was ich nicht vorhab. Da sind zu viele Autos halt. Ne, mit 3 Sternen abzuhauen ist echt schwierig. Da muss man schon einen geilen Panzer haben oder so. Ja, das war knapp. Habe ich hier echt kein Pain Spray oder so? Ah, ich habe eine Mail. Ja, egal. Das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Lass uns erstmal die Sterne loswerden. Um die Ecke geslidet. Mega Scheinwerfer an. Ach, jetzt sieht's doch gut aus. Fast. Fast ein bisschen. Was? Wo geht's hier lang? Hier ist eine Sackgasse. Wieso heißt das Sackgasse, ey? Was ist das bitte für ein Wort? LOL! Ich komm noch nicht hoch, Alter. Fucking Cops, man! Oh man, fuck! Halt den Mund. Ich schaff das! Ich will das! Aber irgendwie klappt's nicht. Lass hier lang. Und links. Links hier hoch. Nein. Na, ja, das Ding hat keine Beschleunigung. Es ist nur für Style irgendwie. Irgendwie komme ich nicht auf Tempo rauf, Mann. Das ist nervig. Oh, da kommen die von vorne. Schön rechts halten. Oh, da kommen noch welche. Oh, ich hätte den Bullen nicht in den Kopf schießen sollen, glaube ich. Jetzt haben wir eine Chance abzuhauen. Nee. Ich muss hier abbiegen. Nee, die sehen mich schon. Oh, hä, was war das denn? Da, verrückt. Nee, so hat das doch keinen Sinn. Spielladen. Oh. Ja.
Gut, habe ich zwar ein bisschen Zeit eures Lebens verschwendet, tut mir leid. Aber hey, mit euren Kommentaren habt ihr auch schon so viel Zeit von mir verschwendet, das gleicht sich locker wieder aus. Also nicht unbedingt alle, aber viele. Natrium 14,8. So, nochmal los hier. Runter. Jetzt nochmal schnell machen. Dann wird die Mission noch schnell hinter uns bekommen. Ich mag solche Abhau-Missionen nicht. Die sind einfach viel zu abhauig. Wäre es nicht schlauer, das Auto zu nehmen? Nicht unbedingt. Den Bullen am Anfang einfach nicht gleich abschießen. Das ist dann auch schlauer. Gut, merke ich mir. Nein, 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 nein. Gut. Aber Motorräder sind echt so gefährlich. Da müsst ihr echt aufpassen. Hm? Das haben wir schon gesehen. Das Musikvideo. Scheißding. Bla, 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 bla. Ich bin ein Dolph. Boy. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Weil ich vor einem Typ in den Kopf geschossen habe, habe ich einen Stern gehabt. Und nicht, weil ich abhauen musste. Na gut. Jetzt habe ich es auch verstanden. Immerhin habe ich so früh wie möglich die Mission neu gestartet. Alter, gehst du immer jetzt außen rum oder was? Super. Und gleich wieder ein Stern kassiert. Wo war denn hier ein Bulle in der Nähe? Lasst mich abhauen, ich hab doch nichts getan. Dieses Auto ist eh doof. Schnell um die Ecke und Vollbremsung. Und hier jetzt warten. Nee, da kommt ein Auto von... Oh, da. Ich will doch nur GTA zucken und nicht jede Mission fünfmal neu starten. Ey, das ist doch kacke. Komm ich da nicht mal mehr hoch, ey. Oh ja, es ist doch keine Absicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Nee, jetzt hänge ich hier in der Endtreppe. Nerv nicht. Piss dich, Alte. Und nochmal abhauen. Nein, danke, Krankenwagen. Krankenwagen? Oh, ich bin ein bisschen stoned, glaube ich. So, lasst uns hier jetzt warten. Ich hoffe, das ist kein Bulle da vorne. Hier können wir jetzt warten. Umdrehen auf die andere Straßenseite. Und so. Endlich. Endlich. Bekackten Bullen losgewonnen. Na, es ist nervig, aber was soll man machen? Ich meine, ich schieße einfach gern Leuten in den Kopf. He's gonna make an honest woman of her, right? I think that's as much of a decision of Mallory's as it is Roman's. I don't know if he's grown up enough to make... There he be! We got to follow him to them other leeches, man! They be sucking the damn life out of these streets! Stay off him! We need to find them leeches! Wir dürfen nicht zu nah auf den Penner drauf fahren, sonst merkt er, dass wir dem folgen. This boy's got personal space issues, man. Stay back. Na gut, das dürfte reichen. Wir sehen ja noch auf der Map. It's two car lengths, right? That's how far you stay behind the woman when you're harassing her. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon zusammen gemacht, ey? Ich meine, die erste Insel habe ich jetzt fertig. Ich frage mich, wie viel ich noch zocken muss, wenn ich jetzt... weiß nicht, 24 Parts, das ist jetzt der 25. glaube ich. Dann dürfen wir doch schon ein bisschen mehr gemacht haben zusammen. Jeweils 50. Bin
ich etwas zu weit nah rangefahren. Jetzt darf ich ihn, glaube ich, nicht nochmal ran, sonst merkt er, dass wir ihm folgen. Weiß nicht, 3-4 Stunden nehmen wir schon auf. Das heißt, die Hälfte oder ein bisschen weniger habe ich jetzt schon. Das heißt, ich könnte GTA eigentlich heute durchziehen. Oh, ich habe eh nichts zu tun. La 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 la, ich folge einem Spast. Rum, rum, rum. Ah, meine Reifen hat einen falschen Druck. You sound like you got something else in your veins. Man, I ain't touched that shit in years. Who you been talking to, man? I'm clean, man. Serene. Fucking serene. Oh, I'm sorry. You ever thought about doing some TV? Der sagt, dass er Drogen nimmt. Der geht voll ab, der Typ. You know? Ego, Bellic, Street Justice, bro. Not really my scene. Just wait till you see your face on the screen, man. Maybe you change your mind then. Yeah, I always wanted to be a well-known idiot. People say to me, Manny, why you do this? Why you wanna clean up the streets? Sorry, so ruhig bin, aber ich genieße mal wieder die Do you tell them to get famous? Konversation. Love, man. They know me because I help people, man. I'm all love, kid, for these streets. See, this why I need a fucking helicopter. Der hat auch einen Unfall gebaut. Ich bin nicht der einzige Depp in L.C. Liberty City. Kurve. Soll ich sie mitnehmen? Gern geschehen. Ruhig bleiben, Dab. Du kannst noch durchdrehen, aber erst später. Wollt ihr mitnehmen? Was denn sonst, Leute? Looks like he's about to stop, yo. You best pull up behind him, man. Schön, ist der dann ausgestiegen. And get rid of the dealers. Okay. I thought you were going to clean up the streets. Hey, the message is what's important, man. Sorry. It don't matter who gives it. I, for one, ain't in this shit for the ego trip. Ach, das war der andere. You're taking my money, aren't you? Be my voice. I'm gonna go back and get Jay. Von der Shotgun habe ich irgendwie voll wenig Munition. Wie kommt das? Ah, ich weiß warum. Weil die Bullenwagen hatte ich noch nicht genug. Was? Die Tür ist verschlossen. Jetzt geht's ab hier.